der Bastelzeit und ich würde sagen, wir machen mal an der Stelle weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar mit dem hier. Ja, das ist mein schönes Video-Wall-Panel-LED-Gedönse. Das sind 64 LEDs mal 32 LEDs, jede davon RGB. Und die werden üblicherweise in so großen Videoleinwänden verwendet, um da entsprechend Bild anzuzeigen. In der letzten Folge hatten wir uns ja schon angeschaut, wie man das machen kann. Da hatten wir hier an den Eingang, ich glaube, das müsste der hier sein, einen STM32 angeschlossen, dann einfach mit ein bisschen Arduino, Pseudo, mehr oder weniger C-Code da entsprechend versucht, Dinge drauf anzuzeigen, haben aber auch relativ schnell festgestellt, rein mit Software ist das relativ problematisch. Die Hardware sollte da schon irgendwie Beschleunigung können oder halt ein System, welches deutlich schneller ist als die Signale, die wir da reingeben. Ich glaube, der STM32 Blue Pill, den wir beim letzten Mal hatten, der läuft mit 72 MHz. Also, ja, da ich zu faul bin, mich mit der Hardware auseinanderzusetzen, würde ich sagen, wir gehen auf etwas, was ein paar mehr MHz hat. Und ich hatte beim letzten Mal auch schon erwähnt, ich habe da was Passendes gefunden. Und zwar fertigen Code für ein Board, was die meisten von euch schon kennen dürften. Also packen wir mal den guten alten Raspberry Pi wieder aus. Der hat halt die schönen Vorteile, dass er eine relativ schnelle CPU hat. Ich meine irgendwie 900 MHz, Gigahertz, je nachdem, was man da hat. Wir haben die GPIO-Pins, die sollten definitiv ausreichen dafür. Ich glaube, sogar der alte müsste das machen. Und was bei dem halt auch ganz praktisch ist, wir haben Netzwerk dran. Das heißt, wir können wahrscheinlich recht einfach da irgendwelches Zeugs drauf schicken und müssen nicht, wie bei der vorherigen Variante mit Arduino, das Ganze erst umwandeln in entsprechende binäre Datenformate, die dann verarbeitet werden können. Das kann der Raspberry alles intern. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns mal die Projektseite an von dem, was ich da gefunden habe und ja, schauen dann mal, was wir brauchen, um das ans Laufen zu kriegen. Das, was ich gefunden habe, das ist RPI RGB LED Matrix von Hartzella. Damit kann man up to 3 Chains of 64x64, 32x32 oder 1632 RGB-LEDs mit Raspberry Pi GPIO machen. Das heißt also bis zu 3 Chains sogar und das heißt natürlich sehr, sehr viele von den Panels kann man da gleichzeitig ansteuern, was halt für ein Video-Wall eventuell notwendig wäre. Wir haben den kompletten Source-Code dafür und eine sehr ausführliche Beschreibung hier unten. Das Ganze läuft mit PWM mit bis zu 11 Bit pro Kanal, also 24 BPP Color. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall nicht so Probleme haben wie bei meinen, dass Farben nicht sauber aussehen. Und hier steht etwas von 36 Panel, die da theoretisch, möglich sind. Und selbst mit 96 Paneln kann man noch so auf 100 Hertz Refresh Rate mit 24 Bit kommen, auch wenn das wohl nicht getestet ist. Unterstützt werden dabei alle Raspberry Pis, also sogar die Version 1 mit dem 26-Pin-Header, den hatte ich ja eben gezeigt, als auch die B-Plus-Modelle. Zero geht wohl auch, also hey, why not? Einzige Einschränkung, der Raspberry Pi 1, der kann nur eine Chain ansteuern. Für mich reicht das dicke, also benutze ich erstmal den. Ja, die Anleitung ist relativ einfach. Man schließt das Ganze an, kompiliert und startet das Ganze. Es gibt allerdings auch ein paar fertige Utilities. Damit kann man dann statische Bilder oder Animated GIFs, Videos und so weiter direkt anzeigen. Es gibt auch ein Projekt, das nennt sich hier zum Beispiel Flaschentaschen oder Pixel Pusher. Damit kann man zum Beispiel hier VLC-Videos direkt da drauf streamen oder für Light Art Installations, also eher für so Kunstzwecke gedacht wohl. Aber ich würde sagen, wir bauen das hier einfach mal aneinander und schauen danach einfach mal, ob wir hier noch irgendetwas beachten müssen. Ihr seht, das ist sehr lang hier. Da sind sehr viele Sachen beschrieben, zum Beispiel halt, was man machen kann, wenn es nicht richtig läuft. Wir haben nochmal einen Hinweis, dass das hier 30-40% der CPU auch benötigt, zumindest von einem Kern. Und am Ende sehen wir noch, ja, auch die Tagesschau läuft offensichtlich auf den Dingern hier von Dirk, der das sich offensichtlich was größer aufgebaut hat. Also es funktioniert wohl. Also kümmern wir uns mal hier um das entsprechende Verbinden. Wir sehen hier die Beschriftung und entsprechend, wo das hier hin muss. Ja, das Pinout-Diagramm sieht ein bisschen seltsam aus. Das liegt daran, dass man hier Smileys benutzt hat, um die einzelnen Streifen zu benennen. Wir nehmen nur die Lach-Smileys. Das ist der einzige Streifen, den wir benutzen.
Wir sehen jetzt hier, was wohin muss. Und ja, ich habe nur die abgeschnittene Variante. Das müssten, glaube ich, 22 oder 24 Pins sein bei dem Raspberry Pi 1. Aber wie wir sehen, das funktioniert. Es gibt auch fertige Adapter, die kann man sich fertigen lassen. Die haben noch den schönen Vorteil, die haben Level Shifter drauf. Denn die Boards arbeiten eigentlich, diese LED-Matrix-Boards, mit 5 Volt Pegeln. Der Raspberry Pi hat nur 3,3. Aber in den meisten Fällen geht es gut. Ich habe ja auch beim STM32 mit 3,3 Volt angesteuert. Das hat ja auch funktioniert. Mal gucken, wenn es Probleme gibt. Hier ist natürlich eine höhere Geschwindigkeit, mehr Chancen für Fehler. Wenn es Probleme gibt, dann werde ich mir irgendwie hier so ein Level Shifter noch dazwischen hängen. Da müsste ich noch welche rumliegen haben. Aber ja, wenn ihr es professionell bauen wollt, eventuell ist so ein Adapter keine schlechte Idee. Und an der Stelle auch noch einen schönen Gruß ans Event von POC, denn offensichtlich haben die damit auch rumgespielt. Eventuell habe ich da auch schon mal so eine Matrix gesehen. Also schauen wir mal. Ich orientiere mich, wie gesagt, dann einfach mal an dem Pinout-Diagramm, was auf der Webseite steht. Werde dann hier entsprechend die einzelnen Pins anklemmen. Und dann gucken wir gleich mal weiter, was denn daraus so passiert. Kann es sein, dass die Kabel ein bisschen warm geworden sind? Egal. Wird schon noch Kontakt finden. Für den Datensignal sollte das ausreichen. Okay, rein theoretisch sollte alles dran sein. Ja, ich hätte eventuell mir noch ein Betriebssystem für den hier vorbereiten sollen, denn da ist noch nichts drin. Also, was brauchen wir? Eine SD-Karte. Ein Kartenleser und das Ganze zusammen dann natürlich in Laptop und dann machen wir mal ein kleines Linux da drauf. Also hatten wir zwar schon tausendmal, aber Wartemut, Datmut. RaspberryPi.org, dann auf Downloads. Da wollen wir dann Raspbian und wir wollen die Raspbian Stretch Lite Version in dem Fall. Ich habe die hier schon mal runtergeladen. Machen wir noch ganz schnell die SHA-256-Summe darüber. Das ist so eine Prüfsumme, um zu nachzuweisen, dass auch wirklich der Download in Ordnung war. Und wenn wir hier nachgucken, ja, die Nummern sind gleich, also alles in Ordnung. Zum Flashen benutze ich hier wieder Etcher, also Select Image, da die ZIP-Datei wählen. Das richtige Mass Storage ist hier automatisch gewählt. Und einmal auf Flash. Dann warten wir mal wieder ein bisschen oder tippen erstmal unser Kennwort ein. Jetzt aber, jetzt sagt er hier Starting, kurz danach Flashing und oh, wir können uns einen Kaffee ziehen. Und das sieht auch gut aus, Flash Complete. Jetzt ist das Ding einsatzbereit. Aber da ich zu faul bin, Monitor und Tastatur zu suchen, machen wir gerade einmal das USB-Gerät, was wir jetzt neu haben, namens Boot auf. Und da eine neue Datei mit dem Namen SSH. Dann ist der Fernzugriff direkt beim ersten Start aktiv. Und so komme ich direkt dann per Netzwerk dran. Wichtig für die Windows-User wirklich SSH, nicht SSH.txt oder so. Windows hat ja die unangenehme Eigenschaft, die Dateiendungen standardmäßig auszublenden. Muss man ein bisschen aufpassen. So, auswerfen und dann geht's rüber. So, entsprechend holen wir uns dann mal unsere SD-Karte. Verfrachten die hier rüber. Ja, ist drin. Ja. Okay. Was brauchen wir noch? Netzwerk wäre eventuell nicht schlecht, wenn wir per SSH übers Netzwerk drauf zugreifen wollen. Und Strom. 5 Volt sollte passen. Und los geht's. Ne? Wenig Aktivität auf den Power-LEDs. Zu sehen ist nichts. Probieren wir mal ein anderes Netzteil hier dran, ob das hilft. Nö. Puh. Habe ich etwa einen kaputten Raspi? Ja, scheint fast wirklich so, als ob ich einen neuen Kandidaten für die Raspberry Pis, die einfach nicht mehr wollen, wieso auch immer, Kiste habe. Na dann, stecken wir das Ganze um. Ich habe ja noch einen neueren gehabt. Nehmen wir den. Ich mache die Kabel einfach eins zu eins rüber. Gucke mal, dass ich hier auch noch einen Raspbian installiert bekomme, weil der hat leider jetzt ein Micro-SD. Und dann machen wir halt mit dem weiter. Also auf ein neues, einmal die Micro-SD-Karte mit einem frischen System drauf. Dann, wo ist mein Netzwerkstecker? Auch den. Und einmal Strom. So, das ist jetzt klasse. Der sitzt natürlich da, wo mein Kabel nicht mehr lang genug ist. Meh. Machen wir das so. Hat der überhaupt LEDs noch? Naja, da oben.
Okay, irgendwas blinkt, das sieht schon mal deutlich besser aus. Und auch LAN ist hier unten am Blinken. Gut, dann schaue ich mal, ob ich da jetzt was im Netzwerk finde. Auf PC-Seite findet sich jetzt im Router ein neues Gerät. Das klingt doch schon mal gut. Raspberry Pi mit einer IP-Adresse. Dann sollte man den theoretisch auch per Netz erreichen können. Also machen wir SSH Pi at Raspberry. Und das sieht schlecht aus. Irgendwie hat der SSH nicht offen. Das ist jetzt seltsam. Wobei, ich sehe da hinten noch was blinken. Vielleicht ist der gerade noch irgendwie am neu hochfahren. Beim ersten Start macht er ja diese SD-Kartenvergrößerung. Probieren wir es in ein paar Minuten nochmal. Und das sieht doch besser aus. Wir haben eine Verbindung. Passwort Raspberry. Und das sieht besser aus. Wir sind drin. Gut. Erster Schritt in jedem Fall. PassWD. Einmal das Passwort ändern. Dass da nicht jeder drankommt. Das macht durchaus Sinn. Und was auch immer gut ist. Einmal System-Update. Danach können wir loslegen. Ja, und das war jetzt nicht wirklich mal schnell. Es hat jetzt fast eine Stunde gedauert. Ich vergesse immer wieder, wie langsam diese Raspis doch sind. Aber gut. Installieren wir mal die Build Essentials, wie Git, damit müssten wir eigentlich weiterkommen. Ich mache jetzt noch ein paar Tools dabei, die ich immer brauche, respektive die das einfacher machen. Und ja, Build Essentials, nehmen wir das hier. Gut, dann suche ich mir mal wieder ein bisschen mehr zu knabbern. Okay, alles da, dann würde ich mal sagen, wir besorgen uns mal den Quellcode. Den klone ich mir einfach einmal von GitHub. Dann würde ich sagen, probieren wir einfach mal, was der hier sagt. Gucken wir uns erstmal die Help an. This program is moved to, is called a demo. Na dann, examples APIs. Wobei hier ist ein Make-File. Müssen wir da noch irgendwas bauen? Sieht fast so aus, dann machen wir einmal Make. Okay, das sieht besser aus. Dann schauen wir mal, was wir hier alles an Programmen haben. Wir haben C-Example, Clock, Demo, Input, LED-CAT. Minimal Scrolling Text, Text Example. Okay. Und ich glaube, es gab ja noch ein Utils, richtig? Genau. Da drin haben wir dann den Image Viewer und den Video Viewer. Den können wir auch mal gerade bauen. Ah, können wir nicht. Brauchen wir Graphics Magic. Ja. Da sind die ganzen Sachen drin, die wir brauchen. Dann nehmen wir uns die mal. Sowohl die hier für den Image Viewer als auch die für den Video Viewer. Das sind jeweils die Development, also minus Dev. Das sind die Entwicklungsdateien, die hat man normalerweise nicht installiert. Und das sind 144 neue. Ja, ihr kennt das mit dem Kaffee. Aber gut, wir können in der Zwischenzeit uns ja mal die Examples angucken, was der sagt. Demo Help. Okay, da ist jede Menge drin. Demo Number must always be set. Ja, schön. Achso, hier. Rotating Squares. Volume Bars. Okay. Dann machen wir minus T10, minus D1. Dann machen wir D0. Einfach nur Rotating Squares. Dass wir einfach nur was haben. Wir müssen natürlich noch einstellen, was wir haben. Das heißt LED Rows, LED Calls. Weil standardmäßig ist das ein 32x32er Panel. Chain, Default 1, okay. Parallel, Default 1, okay. Das heißt, wir haben nur ein Panel als Standard, das reicht für uns. Multiplexing, Direct, kommt hin. Und auch der Rest sieht eigentlich okay aus. Dann lassen wir das einfach mal gerade laufen mit den Daten. Ich mache noch einen Refresh Rate Show dabei, dann sehen wir, wie schnell er ist. Und lassen wir es einfach mal laufen, was passiert? Nichts, wir dürfen nicht. Wir müssen das als Root ausführen. Bla bla bla. Okay, wir haben ein Problem und zwar ist das Sound-Modul geladen. Der Raspberry Pi nutzt aktuell ein paar von den Pins für Sound. Das sollten wir ausschalten. Das ist in der Hardware beschrieben. Ich mache jetzt erstmal ohne Hardware Pulse Generator. Dann ist er zwar langsamer, dürfte aber trotzdem funktionieren. Das sieht gut aus. Wir kriegen 155 Hertz im Moment hin. Ist jetzt nicht das schnellste, aber okay. Momentan halt nur in Software. Panel ist ja noch nicht vollständig angeklemmt. Da fehlt mal mindestens noch ein bisschen was an Strom. Und ich würde sagen, wir kümmern uns dann mal kurz um Sound. Und dafür müssen wir in die boot-config.txt rein und müssen diesen Parameter hier
entsprechend da reinmachen. Dann gucken wir da mal. Boot und die config.txt. Ist da schon irgendwas mit Sound drin? Audio on, das wollen wir nicht. Wir wollen Audio off. Okay, ist geändert. Das wird erst beim Neustart aktiv. Was ich aber auch noch machen werde, ist ein Blacklisting. Das stand hier ja auch noch. Und dann machen wir das einmal hier so. Schreiben dieses Blacklist SND-BCM2835 in diese Blacklist-Datei. Und machen unser neues InitRAM-FS. Die ganzen Sachen stehen auch in der entsprechenden Doku drin. Das heißt, da sollte alles zu finden sein. So, ich warte jetzt mal ab, bis das oben die ganze Installation fertig ist, sodass wir die Utils auch kompilieren können. Dann ein Neustart, um die Soundkarte freizukriegen. Und dann gucken wir nochmal, ob wir dann ein bisschen schneller werden als diese 155 Hertz. Das sollte nämlich eigentlich machbar sein. Und Hardware Pulse Generator klingt so, als ob das doch ein bisschen schneller sein könnte, als alles in Software hier zu basteln. Tja, und Niete, nach dem Neustart ist das Ding nicht mehr aufgetaucht im Netzwerk und ja, blieb mir nichts anderes übrig, als einen Monitor rauszuholen und so wirklich sinnvoll sieht das nicht aus. Er hängt im DHCP-Daemon. Ich glaube, da hat es irgendeinen Treiber zerlegt. Oder mal wieder die SD-Karte, die sind ja berühmt berüchtigt dafür, dass sie in Raspberry Pi nicht überlegen. Okay, ich habe es jetzt kompiliert bekommen. Die SD-Karte ist ziemlich durch und ich habe leider nichts anderes mehr hier. Aber probieren wir es jetzt einfach nochmal so mit der Demo. Machen wir das erstmal hier nochmal hier so. Gucken auf die Frequenz. Die ist jetzt sogar höher als eben. Jetzt sind wir bei 200 Hertz. Eben waren wir bei 150. Das obwohl ich noch nichts geändert habe. Interessant. Jetzt machen wir mal diesen Hardware-Puls weg. Schauen wir mal, ob es dann schneller geht. Und 220 Hertz. Naja. Bisschen weniger als ich erwartet hätte, aber ja, damit können wir, denke ich, leben. 64 mal 32 sollte passen. Jetzt muss das Ganze nur noch auch in der Realität funktionieren, ne? Ich würde mal sagen, ich suche mal ein bisschen Strom. Dann schalten wir mal das LED-Panel dazu und gucken, was er hier draus macht. So, versuchen wir das nochmal. Jetzt mit Strom und... Boah! Das funktioniert ja. Und sogar mit allen Farben. Sehr fein. Können wir mal die anderen Tests durchprobieren. Da gab es ja, glaube ich, noch mehr. Oh, Test 1, wobei ich glaube, das geht nicht ja, ohne Bild. Test 3. Das ist einfach nur ein X über das Ding. Test 4 ist ein Fading über alles. Test 5. Das sieht mir nach einem Test aus, der so ein bisschen Farbspektrum macht. Wir sehen, oben fängt er mit dunkel an und geht er bis zur hellsten in der Ecke. Test 6. Fancy. Dann, was haben wir noch? Game of Life. Game of Life geht immer. Irgendwas mit Ants. Hell genug, definitiv. Was haben wir noch? Volume Bars. Evolution of Color and Brightness Pulse. Was ist denn Volume Bar? Oh. Okay. Ja, das gibt's auch. Bisschen Overkill für hier, aber vor allen Dingen, da es halt nicht direkt mit dran ist. Okay. Jo, das sieht doch ganz gut aus. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu den Utils. Da haben wir einen Image Viewer und einen Video Viewer. Ich dachte, ich hätte den Video Viewer auch gebaut. Why I don't have a Video Viewer? Because make Video Viewer ist ein separater Befehl, den wir separat eintippen müssen. Na gut, ich kopiere mal gerade ein paar Videos rüber. Wobei, wir haben ja noch ein paar andere Examples hier. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit Clock an. Und ich habe die hier schon mal vorbereitet. Hier muss man noch eine Font-Datei angeben. Da ist ein ganzes Verzeichnis mit verschiedenen Fonts dabei. Muss mal gucken, was hier passt. Wir können beispielsweise mal die 10x20 holen. Und Überraschung, Überraschung. Wir haben eine Uhr. Wer hätte das bloß erwartet? Ich schätze mal, die Farbe und so kann man auch einstellen. Und was man auch sieht... Dadurch, dass wir jetzt nur einen Teil vom Display ansteuern, haben wir auch eine deutlich höhere Wiederholrate. In dem Fall hier ja, fast 475 Hertz. Das ist schon mal deutlich besser. Was haben wir noch hier? Wir haben noch ein Text-Example.
Auch hier ist das im Prinzip ähnlich, fubar, und das Ganze scrollt jetzt hier über den passenden Bildschirm. Also zumindest mehr oder weniger. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja irgendwie Dinge, die mehr mit unserer Grafik sind. Also holen wir uns mal den LED Image Viewer. Gucken mal, was der hier sagt. Auch wieder hier jede Menge Infos für Animations. Also es ist wohl auch für Animated GIFs. Würde ich sagen, klauen wir uns einfach mal hier die Command Line. Rose calls show refresh. Yips. Und dann müssen wir die Bilddatei dahinter angeben. Dann holen wir mal unser Logo und mit etwas Glück. Ich hätte vielleicht etwas holen sollen, was nicht weiß im Hintergrund ist, aber ich denke, man kann erkennen, dass er das macht, auch wenn die Kamera jetzt hier ein bisschen Multiplexing-Probleme bekommt, dadurch, dass alles da mehr oder weniger leuchtet. Und selbes können wir dann wahrscheinlich auch mit dem Video-Viewer machen, den wir hier dabei haben. Mein Intro. Mal gucken, ob er das hinbekommt. Und es leckt. Es leckt sehr deutlich, aber gut, das wird wahrscheinlich jetzt der Raspberry Pi sein, der da nicht hinterherkommt. Ich gucke mal, ob ich die Kamera da ein bisschen besser hinbekomme. Steht aber auch schon in der README hier drin, wenn wir uns die durchlesen, da steht schon, dass das irgendwie Probleme geben kann. This is CPU intensive and the decoding can result in an output that is not smooth. Transcode the video first to the width and height of your final output size. Das macht durchaus Sinn, dass wir das Video, was jetzt wahrscheinlich irgendwie Full HD oder so ist, mal runter skalieren auf so 64x32. Das macht dann durchaus Sinn. Oder indem wir das in einen Animation Stream umwandeln, das geht auch. Dann macht er daraus eine Binärdatei, die dann mit dem Image Viewer funktioniert. Und ich denke, ich werde hiermit arbeiten dann mal mit dem minus O. Denn ich glaube, ich habe jetzt kein FFmpeg oder so drauf. Jetzt sollte er das eigentlich intern irgendwie rendern. Kann jetzt natürlich einen Moment dauern. Und da hat er es dann fertig gemacht. 356 Frames decoded. Dann holen wir nochmal den Image Viewer. Und füttern den hier mal mit diesem Image Stream. Mit etwas Glück. Ja, das sieht gut aus. Wir haben unser Video. Wenn auch irgendwie schon wieder die Kamera da streikt. Kriegen wir auch noch hin. Dann kümmern wir uns noch um die Flaschentaschen. Das ist das Zwischending, was es gibt, was dann auch VLC unterstützt. Und wenn wir hier runtergehen, da sehen wir schon, das ist hier vom 32C3 inspiriert. Danach von den Leuten von Noisebridge gebaut. Nutzt normalerweise hier die LED-Streifen mit so Wasserkästen. Man kann es aber auch anders benutzen. Was wir machen müssen, ist hier ganz wichtig, Git Clone Recursive. Das lädt dann nämlich auch gleichzeitig diese RGB-Library runter. Da müssen wir aufpassen, wenn wir nämlich den Server kompilieren, müssen wir das Backend ändern. Hier ist jetzt Terminal drin. Das müssen wir dann auch passend abändern. Genaueres findet sich in der Server README. Da gibt es eine eigene. Wie die anderen Projekte auch, die ich hier gezeigt habe, sehr gut dokumentiert. Wenn wir runtergehen, hier steht irgendwo, dass es da auch das FT-Backend RGB-Matrix gibt. Entsprechend können wir das dann so starten. Also machen wir das mal erstmal klonen. Und zwar ganz wichtig, wie gesagt, recursive, dass alle Submodule auch da sind. Sehen wir jetzt hier wahrscheinlich auch, dass er nicht nur Flaschentaschen sich holt, sondern auch RGB-Matrix. Und hier sehen wir es auch, RGB-Matrix und sogar S-Pixels, was auch immer das ist. Wie auch immer, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Also gehen wir mal rein. Server, den wollen wir ja bauen für RGB-Matrix als Backend. Das sieht gut aus. Keine Beschwerden, machen wir den mal fertig. Das sieht auch schön aus, kompilieren abgeschlossen. Wir haben einen FT-Server, der klingt doch gut. Dann machen wir hier mal den FT-Server rein. LED Rose, LED Calls. Starten wir den mal. Und UDP-Server ready to listen on 1337. Okay, da ich vermute, dass ich mir irgendwas an meinem VLC kaputt gemacht habe, gerade mal von einem anderen Rechner, das ist jetzt zwar ein Windows, aber wird auch irgendwie wohl passen, in den Einstellungen vom VLC mal Under angeklickt. Dann hier auch Flaschentaschen-Output gestellt. Und hier bei Flaschen, da können wir den Raspberry Pi einstellen. Breite, Höhe, das kriegen wir wohl noch hin. 64, 32. Speichern. Drücken wir nochmal auf Play. Und
Ja, also auch per VLC funktioniert das Ganze. Und damit haben wir natürlich eine Menge Sachen, die jetzt offen sind oder die wir machen können. Denn über VLC können wir ja auch Videostreams von direkt vom Bildschirm oder so senden. Das eröffnet da ganz neue Möglichkeiten. Oder natürlich einfach YouTube gucken. Geht natürlich auch. Oder irgendwelche Fernsehserien. Aber ja, ich darf es ja hier leider nicht zeigen. Das heißt, die muss ich jetzt alleine gucken. Ja, ich würde mal sagen, das Ganze funktioniert offensichtlich. Ich kann hier schön mein Webcam-Bild auf das LED-Panel drauf machen. Ging doch ein bisschen einfacher, als ich das erwartet hätte. Gut, an der Auflösung müssen wir eventuell noch so ein bisschen arbeiten, weil, naja, wie viel Finger zeige ich, ne? Das ist nicht wirklich gut zu erkennen, aber, naja, gut, sind wir mal ehrlich, das ist ein Panel von üblicherweise, was weiß ich, Dutzenden, Hunderten, die in so einer Videowand sitzen. Und ja, die Ansteuerung scheint zu funktionieren. Wir können im Prinzip chainen. Sollte eigentlich machbar sein. Mal mindestens irgendwie mit so sechs Paneln oder sowas. Damit kann man schon deutlich mehr dann machen. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie meine Finger mal im Griff halten, dass ich dann nicht gleich einkaufen gehe. Aber ja, prinzipiell Raspberry Pi und Videoleinwand sind aneinander. Und ich würde mal sagen, tut, was es soll.